Hi und Servus mal wieder zu einem kurzen Video beim Tovo. Heute in der FAQ-Serie behandeln wir eine der ekligsten Zuverstörungen einer AR-15, das sogenannte Bolt Override oder auch Brass over Bolt genannt. Es sind englische Wörter, einfach aus dem Grund, weil es im Deutschen für diese Art von Fehler, soweit ich weiß, überhaupt kein Wort gibt. Ich zeige euch, wie dieser Fehler aussieht und wie man den behebt. Da gibt es zwei Möglichkeiten und das schauen wir uns jetzt mal an. So stellt sich nun die Situation im Inneren der Waffe dar. Nachladehebel in Endposition, Verschlussträger auf halbem Weg verklemmt und dazwischen eine Patrone. Wie ihr sehen könnt, so verspannt, dass weder ein Zug am Nachladehebel was bewirkt und auch der Verschluss mit Hilfe des Forward-Assist nicht bewegt werden kann. Das heißt, hier richtig Premium, da müsst ihr mit Werkzeug oder mit Expertise ran. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Jetzt will ich versuchen, den Fehler für euch manuell zu provozieren. Dazu nehmen wir jetzt eine Pufferpatrone. Empfohlen eine aus Kunststoff, nicht wie hier bei mir aus Alu. Aber für den Zweck passt es jetzt. Dazu packen wir uns jetzt als erstes den Nachladehebel und setzen den Verschluss mit Hilfe des Bolt Catches fest. Blick nun frei aufs Hülsenauswurffenster und den Magazinschacht. Jetzt könnt ihr hier erkennen, im Inneren des Magazinschachts ist bei mir so ein länglicher Zapfen oben hier in dieser Position. Ich habe eine Pisten-AR-15, kein traditionelles Direct Impingement AR. Das heißt, wenn ihr eine Schmeißer oder eine Hera oder eine Oberland-Arms habt, dann schaut das bei euch nicht so aus, weil ihr einfach nur ein dünnes Gasrohr drin habt, das auch noch kürzer ist. Wenn sich dieser Fehler nun so darstellt, dass die Patronenspitze oder die zerquetschte Hülse sich unterhalb dieses Gestänges verfängt bei einer Pisten-AR, habt ein Problem, weil dann helfen euch wahrscheinlich diese zwei Tricks, die ich euch gleich zeige, nicht, sondern da müsst ihr damit Werkzeug ran. In jedem Fall holt euch Hilfe, lasst den Schießbetrieb sperren, denn da müsst ihr halt schon ja, mit ein bisschen Erfahrung und Vorsicht rangehen. So, jetzt setzen wir den Fehler auf. Wir nehmen uns die Patrone, führen sie hier so ein. Könnt ihr sehen, wie sie rumrollt. Wir stellen die Waffe einmal auf den Kopf, einmal nach hinten. So, und haben nun den Fehler dupliziert. Ihr könnt es erkennen, Verschluss ist nicht in Endposition. Und wir haben hier, schön zu erkennen, die rote Patrone überhalb dem Verschluss und verklemmt diesen nun. Wir sind jetzt beim Schießen. Denken uns nichts Böses, bum bum bum, plötzlich toter Abzug. Wir drehen die Waffe, identifizieren, oha, Verschluss nicht verriegelt. Entnehmen das Magazin. So, sehen jetzt tatsächlich, wir haben eine Hülse über dem Verschluss. Wir können jetzt auch nicht wie bei der Stovepipe oder beim Double Feed einfach die Waffe nach rechts drehen und mit dem Nachladehebel das Ding raus befördern, sondern die ist überhalb des Verschlusses verklemmt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Eine hat der Jerry Michalak vor kurzem gezeigt. Das ist für mich die weniger favorisierte Methode. Und zwar geht er jetzt hier mit einem Werkzeug, am besten mit irgendeinem gummierten Werkzeug rein, umfasst hier hinten die Stocktube und haltet den Nachladehebel fest, dass er nicht nach hinten weg kann. Und geht nun da rein und hebelt mit diesem Teil den Verschluss leicht nach hinten, bis er die Patrone freigibt. Kann man machen, bin kein großer Fan davon, vor allen Dingen, wenn ihr kein gummiertes Werkzeug habt. Aus dem Grund, weil einfach der Verschlussträger beschädigt werden kann, der Ejektor kaputt geht, also der Ausstoßer, und natürlich ihr hier die ganze Brünierung verdengelt. Brauchen wir nicht, wollen wir nicht. So, jetzt zeige ich euch meine Methode, wie es ich mache. Dieser Fehler kann natürlich in verschiedenen Stadien auftreten oder in verschiedenen Schweregraden. Kann sein, dass ihr den Nachladehebel überhaupt nicht mehr bewegen könnt. Ich kann ihn hier noch bewegen, falls er sich gar nicht mehr bewegen lässt. Könnt ihr die Waffe auch Richtung Boden stemmen, ja, stemmt sie dann hier gegen die Brust und zieht mit beiden Händen an diesem Nachladehebel. Es ist wichtig, dass ihr ein bisschen Spiel habt und wenn es bloß ein paar Millimeter sind, je mehr, desto besser. Fakt ist aber, ihr zieht daran, soweit ihr könnt. Dann nehmt ihr euch auf der linken Seite definitiv den Bolt Catch und drückt den. Wir müssen so viel Druck, wie es geht, auf den Bolt Carrier kriegen. Und dann nehmt ihr die flache Hand und schlagt von hinten mit Schmackes gegen den Nachladehebel. Und dann sollte nach ein paar Stößen die Patrone rausfallen, was sie jetzt auch getan hat. Ja, das ist nicht besonders elegant, aber es ist effektiv. Ich zeige euch den Fehler jetzt nochmal kurz im Schnelldurchlauf, damit ihr sehen könnt, wie sich das darstellt.
Okay, inspiziert die Kammer, passt, ist frei. Verschluss verriegelt. Und das ist eigentlich der ganze Zauber. Na, so könnt ihr diesen Fehler beheben. In diesem Sinne, hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann Daumen da, Abo da. Würde mich freuen. Ciao und Servus.